Willkommen in einem neuen Mathe-Video der Berufsschule 7. Der nächste Mathe-Happen soll sich um das Thema Differenzieren kümmern oder auch anders ausgedrückt Ableiten von Funktionen. Ja, das Ganze werden wir an der einen oder anderen Stelle beim Programmieren tatsächlich brauchen, gerade wenn es um mathematische Optimierungen geht. Und deswegen gucken wir uns das Ganze mal an. Im letzten Mathe-Video haben wir ja gesehen, dass eine Funktion nichts anderes ist wie ein mathematischer Zusammenhang zweier Werte. Also y wird in Abhängigkeit von x angetragen und dann kommt dieses blaue Ding bei irgendeiner Funktion halt raus. Nun gibt es aber noch weitere Eigenschaften neben der Tatsache, wie hoch ist denn der Graph bei einem gewissen x? Und zwar die Steigung. Also wie schnell steigt oder fällt der Graph an einer Stelle, an dieser Stelle jetzt in dem Fall für x gleich 1. Und das Ganze kann man natürlich jetzt auch so darstellen, dass man quasi an jeder Stelle, an der oder an jeder möglichen x-Stelle, wir die Steigung antragen können. Das Ganze würde dann so aussehen. Ja? Das heißt, wir haben hier einfach unterschiedliche Steigungen an den unterschiedlichen Stellen. Die Frage ist jetzt, wie können wir denn diese Steigung berechnen? Und das können wir ganz einfach so machen, dass wir sagen, wir nehmen uns jetzt einen Punkt, einen Höhenpunkt auf der linken Seite von unserem roten Pfeil und auf der rechten Seite von unserem roten Pfeil und verbinden diese beiden Punkte und dadurch bekommen wir eine Linie. Und dieses Dreieck, was wir damit realisieren, hat eben ein Delta Y und ein Delta X. Nun können wir das Ganze entsprechend unserer geraden Gleichung ja auch so hinschreiben, dass wir sagen, m, also der Steigungsfaktor, ist Delta Y durch Delta X, genau wie bei der geraden Gleichung vom letzten Mathe-Video. Es ist jetzt aber so, dass wir hier offensichtlich einen Fehler haben. Das heißt, diese magentafarbene Linie hat nicht exakt den gleichen Winkel als unsere grüne Linie. Ja, das heißt, wir haben hier einen Fehler gemacht, weil wir offensichtlich unsere Abstände zu groß gewählt haben. Jetzt können wir die Abstände peu à peu verkleinern. Und je näher wir mit unseren beiden Pfeilen zusammenrücken, umso kleiner wird der Fehler, bis er dann ja eigentlich 0 ist. Und das heißt, wenn wir Delta X und Delta Y möglichst klein machen, also minimieren, dann ist der Fehler für die Steigung auch minimal. Und wenn eben X gegen 0 geht, sagt man, dann würde auch der Fehler gegen 0 gehen. Und das Ganze schreibt man dann mit so lustigen griechischen Buchstaben, nämlich klein Delta Y durch klein Delta X. Oftmals sieht man auch den ganz normalen Buchstaben D, DY nach DX, würde man dann sagen. Und das wäre dann die Ableitung. Und das Ganze schreibt man dann ein bisschen anders hin, dass man sagt F' von X, also das ist die Ableitung von X, ist gleich f von x, das ist diese blaue Kurve, das ist unsere eigentliche Funktion, und dann d nach dx. Das wäre dann die Ableitung. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir mit dieser Ableitung eigentlich anstellen können. Also hat die irgendeine Aussagekraft? Und die Antwort ist ja, man kann da durchaus was mit anfangen. Schauen wir uns mal Folgendes an. Wir haben hier eine sogenannte Nullstelle, also Nulldurchgang von f' von x. Also f' von x kreuzt meine x-Achse. Und an der Stelle, wir erinnern uns, f' von x ist ja die Aussage, die Steigung meiner blauen Linie. Und wenn jetzt die Steigung 0 ist, das ist ja genau an der Stelle der Fall, dann haben wir oben bei unserer eigentlichen Funktion einen sogenannten Extremwert. Weil hier ist ja die Steigung 0, sprich wir haben eine Waagrechte und das bedeutet nichts anderes, dass das Ding irgendwie wieder umkehrt. Ja, das heißt, wir haben hier einen Extremwert gefunden. Und konsequenterweise haben wir hier einen zweiten Extremwert gefunden, weil wir hier wieder die x-Achse kreuzen. Jetzt können wir diese Extremwerte aber noch etwas genauer untersuchen. Wir sehen hier, kommen wir vom Steigen zum Fallen. Also wenn unsere grüne Linie in der oberen Hälfte, sprich positiv ist, heißt es ja positive Steigung. Das ist eine Steigung. Das sehen wir auch oben bei dem blauen Graphen, dass links von dem Pfeil das Ding irgendwie steigt. Rechts von dem Pfeil
ist es aber fallend. Wir sehen unten bei der grünen Linie, sind wir unterhalb der x-Achse, das heißt wir fallen. Und wenn wir zuerst steigen und dann fallen, ist es offensichtlich ein Maximum. Jetzt haben wir hier auf der anderen Seite ein Fallen zu steigen. Ja, wir sind zuerst unterhalb der x-Achse mit unserer grünen Linie, das heißt wir fallen. Und danach sind wir drüberhalb, das heißt danach steigt unsere blaue Linie. Und das heißt, an der Stelle, wir fallen zuerst, dann steigen wir, das ist ein Minimum. Und das sind ganz praktische Aussagen, die wir an der Stelle für unsere eigentlichen blauen Graph dann machen können. Wir können quasi qualitative Aussagen zu unserem blauen Graphen sagen, indem wir sagen, okay, wir bilden die Ableitung, gucken, wo die Nullstelle ist und da wissen wir, wir haben einen Extremwert, ohne diesen Graphen wirklich zeichnen zu müssen. Das heißt, wir können es exakt berechnen. Gucken wir uns noch was anderes an. Gehen wir mal davon aus, wir sind in diesem Punkt. Und wir wollen gerne zu diesem lokalen Minimum wandern. Ja, also dieses Minimum rechts an der Stelle. Und die Frage ist schlichtweg, wohin müssen wir? Müssen wir jetzt nach links oder nach rechts gehen? Wir müssen immer davon ausgehen, dass wir, wenn wir sowas programmieren, also solche Funktionen programmieren, können wir sie nicht anschauen. Der Rechner kann sie nicht anschauen. Der muss irgendwie selbstständig jetzt entscheiden, aufgrund von irgendwelchen qualitativen Merkmalen, wie komme ich denn quasi jetzt von diesem x zu diesem lokalen Minimum? Und insofern können wir die Ableitung bilden und können gucken, aha, ich habe hier die negative Steigung. Das heißt, ich falle und wenn ich falle, dann muss ich offensichtlich in Fallrichtung gehen, damit ich hier an der Stelle zu meinem Minimum gehe, also Richtung Plus. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt eine negative Ableitung habe, gehe ich in die positive Richtung und ich weiß, mein Wert wird immer kleiner, bis halt meine Ableitung irgendwann positiv wird. Und damit kann ich sozusagen iterativ mein Minimum suchen, wenn ich das dann in irgendeiner Form durch numerische Verfahren im Rechner abbilden möchte. Wenn ich jetzt hier, gehen wir mal auf die andere Seite, wenn ich jetzt hier rechts von diesem Minimum bin, dann bin ich hier bei einer positiven Steigung und ich weiß, wenn ich in der positiven Steigung bin, muss ich in die negative Richtung gehen, um eben zum Minimum zu kommen. Also eine ganz praktische Sache. Sowas kann man dann tatsächlich in beispielsweise in neuronalen Netzen wiederfinden, wo wir mit Hilfe eines sogenannten Gradientenabstiegsverfahrens lokale Minima oder idealerweise sogar globale Minima suchen. Und das können wir eben mit so einem Mechanismus dann relativ einfach umsetzen. Nächste Frage ist, wie bilde ich eigentlich die Ableitung? Nun, für einfache Polynome geht es wirklich relativ billig. Für andere Funktionen guckt man einfach dann in mathematischen Tabellenbüchern nach, für Sinus, Cosinus und solche Sachen. Aber gehen wir es mal für eine relativ einfache Funktionalität durch, nämlich in dem Fall jetzt unsere ganz normale Normalparabel f von x ist gleich x². Was wir machen ist, wir nehmen den Exponenten und schreiben den einfach als Faktor vor das x und reduzieren ihn dann um 1. Was dann rauskommt, ist 2 mal x hoch 1 oder 2 mal x. Ja? Und da sehen wir dieses in grün eingezeichnet. Und da sehen wir natürlich wieder, dass unser Minimum von der Parabel eben genau der Punkt ist, wo unsere grüne Linie die x-Achse schneidet. Das heißt, es ist in sich durchaus konsistent. Diese Formel kann man tatsächlich auch allgemein darstellen. Die gilt wirklich immer allgemein. Und zwar, wenn mein f von x x hoch n ist, also wir machen jetzt nicht für den speziellen Fall x hoch 2, sondern x hoch n und n kann jetzt eine beliebige ganzzahlige Zahl sein, dann ist mein f' von x nichts anderes wie n mal x hoch n minus 1. Oben haben wir das mit n gleich 2 gemacht, kann man nachprüfen, funktioniert wunderbar, würde aber auch mit n gleich 3 oder auch n gleich 1 funktionieren. Das ist in sich konsistent. Jetzt schauen wir uns noch zwei kleine Ableitungsregeln an, die ganz sinnvoll sind zu verstehen und zu kennen.
Wir beginnen mit der Summenformel. Und dazu mache ich jetzt einfach hier mal eine stinknormale winkelhalbierende Gerade. F1 von x ist gleich x. Steigungsfaktor ist 1. Und f' dieser Funktion ist gleich 1. Wir haben im Prinzip für n von unserer allgemeinen Regel 1 eingesetzt. Das heißt, f' von x ist gleich 1 mal x hoch 1 minus 1 und x hoch 0 ist immer 1. Also jede beliebige Zahl außer die 0 hoch 0 ist 1. Das ist so ein mathematischer Fakt. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein kleines Video. Gut, f2 von x ist 2x. Steigungsfaktor ist 2. Also insofern eigentlich relativ logisch. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich sage, f3 von x ist nichts anderes wie f1 von x plus f2 von x. Ja, ich zähle sie einfach zusammen und es ist nichts anderes wie 3x. Ja, das heißt, die beiden Steigungsfaktoren haben sich eigentlich addiert. Und wenn ich jetzt f3 ableite, kommt logischerweise 3 als Steigungsfaktor raus. Genauso gut kann ich aber auch sagen, ich muss gar nicht f' von 3 oder f3' bilden, also die Ableitung von f3, sondern ich kann einfach die Ableitungen von f1 und f2 zusammenzählen und dann kommt auch wieder 3 raus. Was natürlich logisch ist, weil wenn ich jetzt die beiden, also den roten und den blauen Graph addiere, muss zwangsweise oder müssen sich zwangsweise die Steigungen auch addieren, weil ich sie aufeinander setze. Und damit muss die folgende Regel stimmen oder gelten, dass die Ableitung der Summe gleich die Summe der Ableitungen ist. Ja? Also ich bilde die Summe f3 von x und leite die dann ab, also f' von 3 ist gleich 3. Oder ich kann auch einfach für f3 die Ableitung, also f'3, kann ich einfach die Ableitung von f1 und f2 bilden, also die Summe der Ableitungen. Das ist insofern praktisch, als dass ich bei einem Term, der aus Summanden besteht, jeden einzelnen Summand unabhängig von den anderen differenzieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeine lange, lange Latte an irgendwelchen Summanden habe, nehme ich mir jeden einzelnen Summand und leite den ab und bin damit bei der Ableitung. Ja? Das heißt, ich muss hier nicht die Gesamtformel ableiten, sondern jeden einzelnen Summanden. Und das ist auf jeden Fall eine sehr praktische Sache. Die nächste Regel, die wir uns anschauen, ist die Kettenregel. Die ist jetzt nicht ganz so wichtig wie die Summenregel, aber wir werden bei den neuronalen Netzen zum Beispiel, werden wir auf diese Kettenregel immer wieder stoßen. Also wer sich irgendwie die mathematische Herleitung von neuronalen Netzen anschauen möchte, wird zwangsläufig über die Kettenregel stolpern. Also schauen wir uns das Ding hier kurz an. Was mache ich? Ich gucke mir mal eine Funktion an. f1 von x ist x² plus 2. Also einfach eine nach oben geschobene Parabel. Und dementsprechend ist die Ableitung dann einfach nur 2x. Warum? Das Quadrat wandert als Faktor vor das x und ich reduziere das Quadrat auf hoch 1 und das nach oben verschieben ändert ja die Steigung nicht. Gucken wir uns gleich nochmal an. Da habe ich gleich nochmal eine mathematischere Herleitung dafür. So, und jetzt habe ich eine zweite Funktion. Und diese Funktion macht Folgendes, sie quadriert die erste Funktion. Ja, das heißt, ich stelle mir das jetzt so vor, dass ich meine zweite Funktion f2 von x, ist eigentlich nicht f2 von x, sondern f2 von f1 von x. Und das nennt man verketten. Also ich tue jetzt einfach so, als würde die f2 von x als Parameter das bekommen, was bei f1 von x rauskommt. Ja, das kann man dann so hinschreiben. Wir gucken uns gleich nochmal an, was das eben auch für Programmierung oder grundsätzlich für Signalfluss bedeutet. Dann wird es vielleicht gleich ein bisschen klarer. Aber jetzt stellen wir uns einfach so vor, f2 von x ist einfach nur dafür da, f1 von x zu quadrieren. So, und ja, jetzt kann ich dieses x² plus 2 eben einsetzen. Das heißt, ich habe Klammer auf, x² plus 2, Klammer zu, im Quadrat und das kann ich einfach ausmultiplizieren. Das wäre dann genau dieser Term, im Prinzip binomische Formel, wenn man so haben möchte, oder ich kann es manuell einfach ausmultiplizieren, dann kommt x hoch 4 plus 4x² plus 4 raus. So, jetzt möchte ich davon die Ableitung bilden.
Es ist erstmal ganz easy. Ich habe bei x hoch 4 wandert die 4 nach vorne. Ich reduziere den Exponenten auf 3. Dann beim nächsten Summanden 4x Quadrat wandert die 2 nach vorne. 2 mal 4 gibt 8 und die 2 reduziert sich auf 1. Und bei der 4, die fliegt einfach raus. Und hier nochmal eine kurze mathematischere Erklärung wie oben. Im Prinzip steht hier nicht 4, sondern 4 mal 1. Und dieses 1 kann ich so hinschreiben. X hoch 0 ist 1. Ja. Und dann nehme ich einfach die 0 als Faktor vor die 4 und dann reduziert sich die 4 einfach zu 0. So kann man sich das mathematisch erklären. Im Prinzip, aber kann man sich eigentlich auch merken, Konstanten fliegen beim Ableiten raus, weil die einfach nur nach oben schieben. So, dann haben wir hier unsere Ableitung. 4x hoch 3 plus 8x, so wie wir es gerade gesagt haben. Und jetzt kommt die Kettenregel ins Spiel. Die Kettenregel besagt, ich muss dieses Ausmultiplizieren gar nicht machen, sondern ich kann bereits in der zweiten Zeile von oben mit dem Ableiten anfangen. Und das sieht dann so aus, dass ich sage, ich habe eine sogenannte äußere Ableitung und das ist sozusagen diese F2. Ich sage einfach, ich tue so, als würde F2 als Parameter F1 von x haben und dann leite ich quasi nur diese Klammer sozusagen ab. Und das wäre jetzt mein Strich. Und dann habe ich eine sogenannte innere Ableitung und das wäre dann einfach die Ableitung der inneren Funktion und das ist F1 von x. Die Ableitung von der äußeren Funktion würde dann einfach so aussehen, also 2, der Exponent wandert davor und ich reduziere um 1. Das heißt, ich tue so, als würde in dieser Klammer nicht f1 von x stehen, sondern einfach irgendeine Variable z. Und das heißt, ich würde eigentlich nur z Quadrat ableiten und das wäre dann 2z hoch 1. So würde man jetzt sozusagen diese äußere Ableitung sehen. Und das heißt, ich kann jetzt hier wieder anstatt dem z mein f1 einsetzen. Also 2 mal x Quadrat plus 2. X Quadrat plus 2 war ja dieses f1 mal die Ableitung von f1 ist dieses 2x. Und wenn ich das jetzt wiederum ausmultipliziere, kommt natürlich wieder genau das Gleiche raus, als hätte ich es sozusagen umständlich gemacht. Jetzt kann man sagen, boah, das sieht jetzt irgendwie nicht einfacher aus. Das ist richtig, aber ich habe jetzt auch relativ einfache Funktionen genommen. Wenn wir jetzt hier mit Sinus und Cosinus und weiß der Kuckuck was arbeiten, dann ist es sehr, sehr, sehr praktisch, weil sonst kann ich ineinander verkettete Funktionen gar nicht ausmultiplizieren. Wie will ich Sinus von Tangens oder so ein Kram ausmultiplizieren? Das geht nicht. Also muss ich da mit der Kettenregel arbeiten. So, schauen wir uns das nochmal in allgemeinen Buchstaben an. Wenn ich jetzt f von x gleich u von v von x, ja, also eine Funktion von einer Funktion habe, dann kann ich einfach sagen, das ist f' von x ist gleich die äußere Ableitung, also u' von v von x mal v' von x. Gucken wir uns das jetzt nochmal nach mit der d nach dx-Schreibweise an. Wir haben ja gesagt, f' von x ist eigentlich f d nach dx abgeleitet. Ja? Und u' ist dann u nach. Also u d nach meinen Parameter abgeleitet und das ist v von x. Ja, das heißt, das würde so aussehen. Also hier steht im Prinzip genau das Gleiche, einfach nur in einer anderen Schreibweise. Also der Parameter meiner Funktion, in dem Fall v von x, steht unten als d v von x. Ja, und hier haben wir es genauso. Das ist genau das, was wir vorhin gesehen haben. V von x nach dx. So haben wir es ja hergeleitet, den ganzen Kram. Und ich muss mich halt nur daran gewöhnen, dass wenn ich jetzt als Parameter keine Variable, sondern eine Funktion habe, dann muss ich halt anstatt unten im Bruchstrich der Variablen dx halt dv von x schreiben. Einfach ganz konsequent dieses Konzept durchgezogen. So, jetzt könnte ich auf die Idee kommen zu sagen, hey, ich könnte hier kürzen. Und es ist tatsächlich so, man kann das machen. Was kommt da raus? Die u v von x, das ist ja meine Funktion f von x, nach dx abgeleitet. Und genau das ist ja nichts anderes wie f' von x. Ja, also f nach x abgeleitet ist f'
d nach dx oder f ist ja eigentlich u von v von x, also du v von x nach dx. Ja, also nur um klar zu machen, dass hier nichts hinzugedichtet wurde, sondern das ist eigentlich genau das gleiche in einer anderen Schreibweise. So, und warum schreibe ich das jetzt so umständlich hin? Weil ich lege jetzt nochmal eine Schippe drauf und sage jetzt u von v von w von x. Jetzt sagt man, kann man sagen, boah, das ist ja, was soll das? Und die Antwort ist, das ist relativ einfach, was ich damit erreichen möchte, wenn ich es nur anders hinschreibe. Stellen wir uns vor, mein f von x ist irgendein technisches System und dieses technische System bekommt einen Eingangswert, das ist x. Ja, dieses x läuft in dieses technische System rein. Und was passiert in meiner Formel mit dem x? Das ist ja eigentlich das, was in mein w von x reingeht, also in die innerste Funktion. Damit fange ich an. Das heißt, dieses x läuft jetzt in w von x rein. Und so kann man das technisch sich vorstellen. Ich habe ein Signal und ich habe jetzt irgendeine Signalverarbeitung. Das ist eine Funktion w von x. Und was kommt raus? Das Ergebnis. Und das taufe ich jetzt einfach mal x1. Und dieses x1 läuft jetzt in die nächste Verarbeitung rein. Das ist v von x1. Und das heißt, das Signal wird jetzt in zwei Stufen verarbeitet und aus v von x1 kommt jetzt x2 raus. Und dieses x2 schicke ich jetzt entsprechend in eine andere Funktion rein, eben u von x2 in dem Fall. Ja? Das heißt, das Signal wandert jetzt durch drei Verarbeitungsschritte. Und deswegen ist es für die Informatik ganz interessant, weil sowas haben wir, wenn auch ein bisschen umfangreicher und komplizierter, bei neuronalen Netzen. Da haben wir genau das Gleiche, dass ich mein Eingangssignal durch verschiedene Neuronenschichten schicke und dann kommt es irgendwann als Ausgangssignal raus. So, und wer sich mit neuronalen Netzen schon ein bisschen beschäftigt hat, der weiß, dass die Ableitungen da eine Rolle spielen für die Optimierung. Wir haben ja vorhin gesehen, dass wir mit Hilfe der Ableitung das Minimum finden können. Und genau darum geht es bei neuronalen Netzen. So, ja, jetzt kann ich nämlich Folgendes tun. Ich kann jetzt sagen, ich leite dieses f' von x ab. Und jetzt kann ich einfach nur die einzelnen Ableitungen hier mit der Multiplikation hinschreiben. Und jetzt kann ich beispielsweise sagen, hey, ich muss hier jetzt dv, also meine Funktion v, von x1 nach d nach x1. Das heißt, ich blende jetzt eben dieses w und das u aus und gucke mir nur dieses v von x1 an. Und da ist die Ableitung ja genauso, wie wir es ganz am Anfang gesehen haben. Einfach die Ableitung nach dem Eingangssignal ist einfach d der Funktion nach dem Eingangssignal. Ja, einfach x1. Und wenn ich das Ganze wieder in meiner komplizierten Schreibweise hinschreibe, dann tausche ich x1 einfach aus durch w von x, weil das ist ja genau das, was da rausgekommen ist. Ja? Und dann sieht es halt wieder umständlicher aus. Soll heißen, wenn ihr euch irgendwie eine Herleitung für irgendwelche Lernregeln, Backpropagation, so ein Kram von neuronalen Netzen anschaut, dann werdet ihr diese untere Schreibweise sehen und die sieht manchmal wirklich grottig aus, aber immer dran denken, wenn ihr euch das wie die obere, die eins, also die vorletzte Zeile anschaut oder vorstellt, dann wirkt das Ganze sehr viel einfacher. So, wichtig ist, dass ihr dieses mit dieser Multiplikation eben hinkriegt, so wie es in der letzten Zeile eben aussieht und dann könnt ihr eben kompliziertere Sachen nacheinander eben ja in einer Kette ableiten und damit vereinfachen sich die Rechnungen in aller Regel. Gut, das war die Kettenregel. Die Chance, dass ihr das wirklich in der Praxis 1:1 so anwenden müsst, ist relativ gering, weil die Programmierer meistens sich an fertigen Ableitungen orientieren und die dann nur umsetzen. Aber wie gesagt, wenn man sich Literatur dazu anguckt, poppt das Ding immer wieder hoch und ich wollte dann einfach nur, dass man zumindest mal die Idee bekommt, wie sowas in sich funktioniert. Ja, so viel dazu. Das war jetzt das, ich glaube, zweite Mathe-Video. Es wird, wie gesagt, noch neue geben, aber je nach Bedarf sozusagen. Das entscheide ich dann immer, wenn ich die anderen Videos mache, ob da so ein Mathe-Detail-Tutorial, Mathe haben, wie ich es getauft habe, eben notwendig ist. Ja, und bis dahin, wie immer, dranbleiben.